Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, eigentlich hatte ich gehofft, dass ich mich zum Thema Corona nicht mehr an Sie wenden muss, weil wir die Pandemie entsprechend auch gut beherrschen können. Leider zeigt sich jetzt, dass wir gerade auch in der Stadt Borken eine Spitzenposition einnehmen im Kreis Borken, was eben auch die Infektionszahlen betrifft. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass der Inzidenzwert im Kreisgebiet bei über 104 liegt, aber die Stadt Borken hat derzeit mit 123 an Corona erkrankten Personen eine absolute Spitzenposition und das macht uns sehr viel Sorgen. Deswegen wende ich mich doch nochmal an Sie, um wirklich auch zu appellieren. Bitte achten Sie auf die Regeln. Ich glaube, wir waren alle schon etwas sicherer und hatten geglaubt, dass jetzt mit den angehenden Impfungen, mit den Testmöglichkeiten wir das Ganze auch besser beherrschen können. Aber leider ist durch die Mutante, die wesentlich ansteckender ist, ist das Coronavirus doch immer weitergetragen worden. Und die Virologen prognostizieren, dass dann weiterhin die Zahlen steigen und dass dann auch wieder schwere Fälle auftreten. Im Moment ist es im Krankenhaus relativ entspannt, aber wir müssen es nicht so weit kommen lassen. Deswegen noch mein dringender Appell, achten Sie auf die Abstände, seien Sie vorsichtig, halten Sie die Hygieneregeln ein, weil unsere Fallzahlen haben keine besondere Gruppe, die jetzt gefährdet ist, sondern es zieht sich wirklich quer durch die Bevölkerung. Aber wir haben schon auch einen Hinweis, dass sehr viele Infektionen aus dem privaten Raum kommen, also nicht aus Schule oder Kindergarten, da sind vereinzelt Infektionen, sehr viel im privaten Bereich. Und wenn in einer Familie eine Infektion nachgewiesen wird, haben sich in der Regel auch die anderen Familienmitglieder angesteckt. Also diese Mutation ist eben schon auch sehr, sehr ansteckend. Und wir wollen noch langsam schrittweise wieder in die Normalität kommen. Deswegen mein absoluter Appell, bitte halten Sie sich an die Regeln, seien Sie sehr, sehr vorsichtig, schützen Sie sich und Ihre Lieben. Und wir werden Sie jetzt auch sehr regelmäßig über weitere Maßnahmen informieren. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe auch auf Ihr Verständnis. Ich weiß, dass es auch eine gewisse Corona-Müdigkeit gibt, aber die können wir uns derzeit nicht leisten. Es geht um unsere aller Gesundheit. Ich glaube, da ist es wichtig, dass wir hier nochmal uns an die Regeln erinnern und die zum Schutz aller einhalten. Vielen Dank.